Hallo und herzlich willkommen zurück zu KSP. So, ich habe jetzt den Kurs noch mal ein bisschen verändert. Bisschen spritsparender, also vorher haben wir das Doppelte gebraucht. 26 Minuten, das war kein Fehler. Jetzt brauchen wir 13 Minuten 30. Und wir müssen ungefähr um 7 Minuten 15 Sekunden müssen wir dann zünden. So. Ich hoffe, wir knallen nicht auf Körben hier. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Ich habe jetzt die Bahn einfach nochmal verschoben. Ich habe jetzt gesagt 42 hier. Müsste eigentlich gut sein. Ja. Nur wie die Verteilung aussehen würde, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, das schauen wir einfach mal. Man sieht es ja dann, wenn ich da kurz zum Aussetzepunkt bin, ob ich sie aussetze oder nicht, je nachdem. Eigentlich möchte ich so einen richtig schönen Kreis haben von, weil da hat er nochmal 360 Grad, welches durch Teil 3, durch Teil da. Ah, nochmal ganz langsam. Wenn ich das durch 3 teile, dann wäre das 360 durch 3, dann wäre bei 120 Grad praktisch. Also Position jeweils hier ein Drittel von einem Kreis. Naja, das wird man dann mal sehen, wie das hinhaut. Ich habe mal überlegt, ich lasse mich halt dann zweimal rumfliegen, wenn das beim ersten Mal klappt. Ich weiß schon, wenn ich jetzt die ersten zwei mache, dass die sich genau gegenüberstehe. Eigentlich müsste ich 4 aussetzen, aber ich mache es nicht mit 4. Ich habe mir gedacht, mit 3 reicht es ja eigentlich auch aus. So, jetzt Vorsicht, nicht so viel quatschen. Jetzt sind wir bei 7:30. Ich mache mal kurz nochmal Probezündung. Ja, also passt mir, wenn wir bei 27 zünden, ist auch schon ganz gut. So, und Gas. So, wir sind auf dem Kurs. Wir können uns das hier auch mal das hier anschauen nochmal. So, unser Atomtriebwerk, unser sechsstrahliges, wenn man so will hier. Ja, mit unserem Dreizack hier oben. Satelliten sind da drin, Relais-Satelliten. Und das habe ich gemeint, jeder Satellit hat nochmal hier ein kleiner Bunker, also von 440 Oxidizer und 360 Liquid Fuel und eine kleine Terrier Engine hier. Damit tue ich dann das Orbit Manöver machen, also dass die dann in den kreisrunden Orbit kommen. So, ganz wichtig an dem Modul ist natürlich die Antenne, dass ich die ab, also dass ich die ausgefahren habe, bevor ich den letzten Satelliten raussetze. Weil wir sind ja hier wirklich Full Probe Control, also ein rein Computer. Weil wenn ich das nicht tue, ja, dann ist das Ding unsteuerbar mehr. Dann müsste ich bescheißen, mal kurz die Funk-Satelliten-Ding hier ausschalten, damit ich das wieder ausklappe oder so. Ja, im Prinzip cheaten, aber das machen wir eigentlich nicht jetzt damit. Also im äußersten Notfall, der wahrscheinlich nie eintreten wird, cheaten wir eben mal, ne? Ne, mit cheaten nicht, eigentlich habe ich es nicht vor. So, nur 12:10 haben wir noch zu brennen. Ich muss auch gucken, dass dieses Solarpanel ausfahren. Mal kurz schauen. Im Moment kriegen wir die Electric Charge durch die Atomtriebwerke. Und die Radiatoren haben jetzt echt auch eine ganz wichtige Rolle. Ich meine, das sieht man jetzt bei der kurzen Brenndauer noch nicht, dass da irgendwas glüht. Aber wenn die schon mal ein paar Minuten an sind, dann wird irgendwann hier alles heiß werden miteinander. Ich meine, bei der Länge des Schiffs wird sich das hier dann verteilen, da wäre es vielleicht nicht ganz so tragisch, aber es wollen wir eigentlich nicht. Ich meine, die verlieren, glaube ich, nicht an Leistung, wenn die jetzt hier heiß werden. Aber zum Beispiel angeblich der Bohrer und dieses Konverterteil, das dann Treibstoff macht, ist an besser, wenn man es kühlen würde. Ich würde wahrscheinlich später auch, wenn ich dieses Bohrwerk baue, nicht unbedingt Kühlrüben dran machen, aber soweit ist es noch nicht. Erstmal müssen wir es erforschen und ich weiß noch nicht, ob ich da dann Kühlkörper dran setze oder nicht. Jetzt mal kurz
Test, wenn ich mal hier den Radiator einschalte. Ja, der ist schon bei 17% Cooling gerade. Mach's wieder aus. Ich lasse ihn jetzt einfach mal. Ja, ich lasse es einfach mal so, wie es ist. So, die eine Solarzelle habe ich ja gesperrt. Also, man könnte die ausfahren. Aber ich habe die nicht in die Dings mit reingenommen. Die sagt mir es. In die Ausfahr-Keys. Also, Action-Keys, genau. Ich komme nicht immer auf den Namen, ja. So. Es ist irgendwie schon witzig, wie die Satelliten hier schön verpackt sind, so in den kleinen Tübeln hier. Ja, irgendjemand anders könnte ja denken, ja, dass das ein bisschen aussieht wie, ja, denkt euch selber euren Teil, ja. Ich sag's jetzt nicht. So, gut, zu dem Atomtriebwerk zu kann ich jetzt auch sagen, es ist eigentlich das Triebwerk, was ich ganz am Anfang konzipiert habe. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich beim MK1 schon die zwei Tanks mit hinten dran gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon an eins gedacht, an Atomtriebwerk mit zwei von diesen orangenen Tanks und praktisch mit acht von diesen Tanks an der Seite dran. Also 6x8 dann. Das als nächstes Mal zu bauen. Aber die Sache ist auch wieder die. Ja, das ganze Ding, das wiegt ja heiden viel Gewicht hier, das da nach oben zu bekommen wieder, ne? Also es muss schon eine riesengroße Rakete sein, die dann, die das Ganze dann transportiert und in den Orbit bringt, ohne dass das Triebwerk selber schon viel Arbeit leisten muss. Das ist ja meistens das Problem bei so ganz großen Dingern, die wirklich in der Kreisbahn zu kriegen. So, momentan haben wir hier eine schöne Verbindung von 100%. Ja, wir sind auch noch sehr nah. Naja, gut nah. 250 Meter, 250.000 Meter sind wir schon entfernt. Da sieht man es noch ganz schön jetzt. Das ist ja noch nicht K. Aber die Antenne hier, die würde es locker schaffen, oder wenn ich jetzt hier so eine kleine hätte, die würde es auch noch. Es gibt ja die Antennen, die ganz klein da, diese doppelte oder diese wo aussieht wie eine Nadel, die geht bis 500.000 Metern. Und im Moment gehen wir praktisch über die Relaisantenne hier innen drin, je nachdem welche da jetzt gerade benutzt wird, die ja macht jetzt hier eine Verbindung. Eine direkte Verbindung natürlich noch hier, es wird nichts gebounced. So. Aber später, wenn die drei weg sind, dann muss ich die ausgefahren haben, die Antenne. Jetzt gehen wir nochmal nach den Reflektoren hier. Ja, sind wir schon bei fast 20%. So. Ach, jetzt wird es dunkel. Warum wird es jetzt dunkel? Ah. Die Sonne verschwindet hinter Kerbin. Mhm. Ja, eigentlich sind wir schon ziemlich weit weg. 250 ist schon ganz schön viel. Das hier könnte, ist es der Mann? Ich denke mal, dass es der Mann ist. So. Eigentlich sieht ja der Weltraum hier hinten sehr schön aus. So mit dieser kleinen hier Wolke hier, dieser Streifen hier. Ja, doch, wirklich schön gemacht. Ich hatte auch im Testen ein Problem, wenn ich da raus beschleunigt habe, dann bin ich da ziemlich weit in den Planeten reingekippt. Also weil ich in den orangen Bereich auf dem Nachtball gekommen bin. Und so habe ich meinen Orbit praktisch verkleinert. Und ja, da war ich irgendwann mal so bei 60.000 noch in der Atmosphäre. Aber es ging dann trotzdem gut. Ja, aber es war eigentlich eine Sinn der Sache, dass ich da in Orbit reinkomme, aber so wie es aussieht, kriegen wir überhaupt kein Problem, dass wir da irgendwie den Orbit nochmal streifen. Wir gehen schön nach oben noch mit einer schönen moderaten Steigrate von über 100, ja, sind das Meter pro Sekunde? Ich weiß ja nicht, was diese Vertical Speed hier angezeigt wird. Normal Meter pro Sekunde oder so. Aber
Das kann man jetzt nicht an dem Orbit hier ablesen, sondern wir haben jetzt eine Orbitgeschwindigkeit von 2740 aufsteigend noch hier. Und die Steigrate hier, ja, naja, zeigt halt was an. Die zeigt jetzt 500 oder so an, wenn ich das jetzt richtig lese hier. So, wir haben jetzt schon, ja, die Hälfte haben wir jetzt, nee, die Hälfte nicht, Quatsch. So ungefähr drei Viertel, fast haben wir jetzt schon gebrannt. Jetzt wird es hier dunkel, ja, ich habe leider kein Licht angebracht. Das vergesse ich meistens immer an den Konstrukten. An diesen Base-Elementen, also Starbase-Elementen, möchte ich dann vielleicht noch ein paar Lichter anbringen, um da ein bisschen Beleuchtung mit ins Spiel zu bringen. Allerdings brauchen solche Lampen auch irgendwie, finde ich, ein bisschen viel Strom. Also, ja. Irgendwo weiß ich nicht, wenn da es 1,5 Strom braucht, dann ist das schon ganz schön viel. Jetzt gucke ich nochmal kurz nach meinen Reflektoren hier. Aha. 40, 41%. Okay. Ich lasse es jetzt einfach mal drauf ankommen, damit ihr das seht. Also, ich habe ja immer mal nachgeguckt, auch in Tests hier, die Sache hier ändert sich nicht. Wir haben immer einen gleichen Boost hier und Impuls. Ich habe vielleicht gedacht, vielleicht brauchen die irgendwann mal mehr Benzin hier, also Treibstoff. Benzin hört sich immer so abwertend an bei Raketen irgendwie. Ja, was macht die Kamera? Die kippt laufend hier rum. Naja, ich lasse mir die Kamera mal kippen, was sie macht hier. Und ja. So. Ich meine, jetzt könnte man vielleicht langsam irgendwann sehen, dass sich die Raketenteile hier rot verfärben, so leicht Rotton. Aber dass die Triebwerke rot werden. Ich sehe jetzt im Moment nicht wirklich was hier. Aber anhand dieses Radiator zum Beispiel, ja, das ist schon bei über 50% hier. Seht ihr, der wird jetzt rot. Ich schalte ihn auch wieder aus. So. Der kann jetzt hier glühen. Ja, man muss die Dinger halt dann kühlen irgendwann. Aber das ist im Prinzip immer noch ein bisschen klein hier. Das Triebwerk, da muss man nicht viel kühlen. Gibt ja auch diese aufstehenden Kühlrippen hier. Aber die sind mir lieber, die an der Rakete anliegen hier. Na, jetzt wird es gleich wieder hell wahrscheinlich. Jetzt kommt dann irgendwann die Sonne hinterm Planeten hervor. Dann sind wir rum. Ja, da sehen wir es halt jetzt nicht. Also ich meine, so einen leichten Rotton hatten, haben die Sachen jetzt schon. Also hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Ich schaue nochmal das Radiatorteil an hier. Ja. 90% Auslastung. Ja, gut, ich kann das jetzt natürlich weiterlassen. Das Ganze hier erwärmt sich jetzt hier natürlich auch. Die brauchen ja auch eigentlich Strom, aber so viel Strom brauchen die jetzt auch wieder nicht hier. Wie lange ist er noch brennen? 2 Minuten 50. Naja, Leute, also da würde ich sagen, bevor hier noch irgendwie was explodiert oder sonst wie was um die Ohren fliegt, mache ich mal lieber die Radiatoren an. So. Hab hier auch ein Hotkey für. Ja, Hot, genau. Wir wollen die Hitze abführen. Jetzt fangen die alle hier an zu glühen. Kriegen zwar so eine Temperaturanzeige, aber die ist in dem Fall unbedenklich. Da passiert nichts. Die Radiatoren sind dazu ja ausgelegt, dass die heiß werden, dass die hier die Wärme abführen. So. Gut, die sind jetzt wirklich fast bei 100% Auslastung hier, Cooling-Rate. Ich weiß es jetzt nicht, ob mehrere von den Reflektoren hier besser wären, aber ich denke, einer reicht da komplett aus hier. Ich meine, man sieht ja leider nicht, wie warm die anderen Teile hier sind. Ich meine, solange die anderen Teile keine so eine Glühanzeige bekommen hier, ist alles im grünen Bereich. Also. Aber hier so sieht man halt wirklich den Einsatzbereich von diesen Kühlingsystemen.
Devices hier. Ach, Radiatoren-Panels hier. Man müsste mal so einen kleinen Test machen hier. Wenn man mehrere von diesen Radiatoren hier aneinander macht, hier, also hier dran pappt, ob die dann eine kleinere Auslastung bekommen hier von den Kühlen. Rein von der Sache her, das sind die noch nicht zu 100% ausgelastet, also reichen die vollkommen aus, würde ich mal sagen. So. Da wird jetzt kein Treibstoff verbraucht, leider. Also, da hätte ich schon so ein Rohr anbringen müssen, aber da habe ich mir gedacht, das kann ich mir sparen, weil ich kann ja das umpumpen. Später werde ich da wohl dann das umpumpen, dann kann ich das hier abkoppeln. Also den leeren Tank kann ich im Prinzip wegschmeißen, ja, wieder Müll. Naja, eigentlich wollte ich ja Müll vermeiden, aber ihr seht ja, es kommt immer irgendein kleines Ringende oder so. Ich meine, wenn ich denn jetzt irgendwann hier in 100 Millionen Kilometern, was weiß ich, dann wegwerfe, oder wenn er da irgendwo rumschwirrt, behindert er mich ja überhaupt nicht, von daher. Ja, seht ihr, und jetzt den Flug habe ich euch jetzt doch nicht rausgeschnitten. Ja, ich habe euch jetzt hier ein bisschen unterhalten. Tja, so, jetzt wird mal bald soweit sein. Jetzt haben wir noch 35 Sekunden. Ja, irgendwie habe ich aber so einen Eindruck. Hier, Note Plus. Da müssten wir eigentlich jetzt auch bei 7, 15 Sekunden dann bleiben. Aber wir waren anscheinend doch ein bisschen schneller, wie der das berechnet hat. Wenn man das Ganze immer halbiert, deswegen macht man halb so viel wie die Brennzeit hier, wenn die Note näher rückt hier. Jetzt muss ich ja noch ein bisschen korrigieren. So. Den Rest mache ich wahrscheinlich dann mit Manövertriebwerk, also den genauen Punkt zu finden. So. Na. Ah, jetzt will der Punkt natürlich abhauen. Ich habe leider noch keinen Pilot, der nach auf der Manöver-Note hier immer halten kann. Das wäre natürlich am besten. So, ausschalten. Jetzt haben wir ein bisschen überzogen. Jetzt mache ich RCS an. Drück auf N. So, mal schauen, ob ich das jetzt nochmal ein bisschen korrigieren kann. Naja, nee, ist egal. Wir gucken uns das jetzt mal an hier. So. 41, das ist aber nicht ganz so, wie ich das wollte. Ich wollte doch 42. Ja, warte mal, dann zünden wir nochmal. Das machen wir jetzt von Hand. So, komm. Ach, noch ein bisschen. Ach, das war zu viel. Ja, das kann ich jetzt hier mit Manövertreibstoff ein bisschen reduzieren. Das habe ich ja eigentlich genug an Bord hier. Ja, und so habe ich mir auch gedacht an der Station, dass man da dann auch Manövertreibstoff wieder nachladen kann hier. Das seht ihr, da kann man schön optimal hier ein bisschen korrigieren. So, das machen wir jetzt natürlich wieder aus. Na, jetzt seht ihr, Electric Charge geht jetzt runter, weil wir jetzt unsere Triebwerke abgeschaltet haben. Also die Atomkraftwerke sind aus. So, was haben wir noch an Sprit? 5, 7, wobei. Hä? Ah. Also da hätten wir noch was drin, der Stufe. Insgesamt haben wir aber. Ja, wobei das jetzt halt passt hier. Ja, ist egal, das reicht. Und wenn nicht das Atomtriebwerk bleibt, hat er dem All. Was soll's? So. Jetzt ist es geplant, dass man praktisch von hier, wo ich jetzt gerade hier, wo ihr die Schrift seht, da hoch bis zur Apoapsis eben mich treiben lasse. Und dann an dem Punkt praktisch den ersten Satelliten aussetze. Und dann lasse ich mich wieder unterfallen bis zur Periapsis, lasse mich wieder hochfallen. Ja, fallen, steigen, wer soll's auch immer. Treiben, sagen wir mal so. Und dann werde ich da nacheinander eben die Teile in einem Abstand hier setzen. Allerdings funktioniert es halt ganz so, wie ich es mir gedacht habe. Die 120 Grad von der Mitte aus Winkelabstand, die erreichen wir nicht. Also
das funktioniert nicht ganz so, wie ich das gedacht hätte. Hätte ich jetzt 4 Satelliten nehmen müssen, dann hätte ich 4 aussetzen müssen. Ja, wäre auch gegangen. Aber ich denke, mit 3 wird man es auch hinkriegen. Und ja, wenn das Netz jetzt nicht ganz so aussieht, wie es eigentlich soll, dann ja, ist es halt so, ne? Ja. Gut, jetzt kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Bevor ich euch das zeige, ich natürlich, die glühen hier jetzt noch schön. Ja, aber die haben schon ordentlich runtergekühlt, also ja, seht ihr. Wenn es aus, die reichen vollkommen pro Triebwerk 1, so ein Radiator so ein großer, das reicht vollkommen aus, würde ich mal sagen. So, deswegen waren die auch nicht wirklich auf Anschlag 100%. Jetzt werden wir die Solarzellen ausklappen, das machen wir mit 1, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, jawohl. Sehr schön, muss ich das manuell machen. Gut, und die eine bleibt drin. Wie gesagt, wegen der Antenne. Wenn ich die Antenne ausklappe, dann stört es eigentlich. Das Spiel ist da so kulant, dass da nichts passiert. Das kann durcheinander klippen, aber ich finde es halt nicht so passend, wenn das dann passiert, ne? So. Jetzt machen wir das so. Eigentlich könnte ich mich nach außen radial ausrichten. Mal schauen, ob das funktioniert. Ne, oder? Ne, nach innen. Eigentlich nach innen. Ne, 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 schon richtig nach außen. Ist eigentlich egal, die Solarzellen drehen sich ja richtig. So. Wobei es jetzt hier die kleinen Module sind. Die großen, die wären mir eigentlich da in dem Fall lieber gewesen, aber in. Bei dem Triebwerk da braucht man nicht so viel elektrisch Charge. So, auf jeden Fall sehen wir hier, das bleibt bei 0. So, und dann, ja, die Antenne kann ich auch schon mal ausklappen. Das habe ich mit 3 gemacht, genau. So, sicherheitshalber, damit ich die nachher nicht vergesse. So, jetzt sind wir schon auf 1.000.000. 200.000 Meter. Oder ja, doch. Ist es richtig? Ja. Sorry, wenn ich das alles vielleicht auch sogar falsch sage. Ja. Jetzt sind wir mit Baikal Banur verbunden. Das hört sich irgendwie russisch an, finde ich. So. Gut, dann lasse ich das mal so fliegen. So, und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz. Ich kann auf 100.000 Warp hier gehen. Was ist denn jetzt? Ja, was denn? Das ist jetzt gerade zweimal zurückgesprungen. Wahrscheinlich, weil ich neue Dinger entdeckt habe oder so. So, naja, das dauert jetzt ein bisschen, bis ich hier oben bin. Ja, die Folge ist eh zu Ende, aber es geht eigentlich gerade noch. Schneller geht es in der Tracking Station auch nicht. Dann sehen wir uns wieder, wenn wir hier oben angekommen sind, an der Upper Apsis. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.